Papa! Papa! Guck mal das da! Gagura, Piki, Udam Hazar! Twanta Sai Wadaha, Darwa Wai! Damja, brava. Na, da sind wir auch wieder zurück bei Far Cry Primal. Und das ist der gute Voga, der uns immer Pissemann nennt, weil der uns ja mal angepinkelt hat. Ey, es war nicht unbedingt schön, diese Aktion, die er da gebracht hat. Aber was soll es? Ein bisschen Schwund ist wohl immer. Ja, und hier könnten wir mal theoretisch gerade auch in die Höhle von ihr reingeben, von der guten Jägerin. Die hat nämlich auch noch eine weitere Mission für uns. Es schließt sich so einiges langsam, aber sicher. Mama auf Badi. Dwainwell. Maji Shars. Die Nawashna Scouti, Mama Fadi. Tikansham. Guar Guardo, Hafchu Guari. Haska Wantar. Hafchu Guar Sancha. Majish Guar. Ku. Tisu Haska Wantar. Majish Guar, Urusim Shalarsh. U. Arsh Majishayu Madi. Balti Hinacha. Tu Haska Wantar. Buha. Na, sehr schön, da freue ich mich doch. Wir werden auf jeden Fall, das haben wir ja locker, Blutfang-Säbelzahn-Jagd. Zäh mit dem Blutfang-Säbelzahn, das wäre dann die nächste Mission, die wir hier hätten. Da können wir uns natürlich einen Wegpunkt setzen. Wir könnten aber theoretisch auch nochmal hier mit den anderen quatschen, denn die haben auch noch Missionen für uns, wenn ich das nicht verbasselt habe. Ne? Aber wir könnten natürlich auch jetzt direkt hier den Blutfang-Säbelzahn. Oh Mann, direkt danach nochmal mit dem Blutfang. Oder wir machen echt mal eine Schamanen-Mission zur Abwechslung wieder, weil wir in der letzten Folge erst hier mit dem Säbelzahn und so zu tun hatten. Ich würde sagen, das wäre mal eine ganz gute Abwechslung. Viele fanden die zwar nicht so cool, diese Schamanen-Mission, weil die ein bisschen abstrus sind, man da nur mit einem Tier, mit einem Mammut speziell rumrennt und irgendwas niedermäht, aber sie steht halt auch an, ne? Hier können wir übrigens auch nochmal öffnen, da können wir auch noch, ey, es ist echt so viel zu tun noch, Freunde. Das wird auf jeden Fall noch was. Ich lasse die Ladezeit mal drin, weil da kann ich auch mal gerade drüber sprechen, dass ich, genau, auf jeden Fall jetzt mal die Fertigkeitspunkte in Takedowns investiere. Kam gerade auch nochmal der Tipp. Oh la 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 la. Wir sind diesmal in der Mammutherde, glaube ich. Jäger jagen. Wir versetzen uns wirklich in die Rolle der Tiere. Mammuts am Leben. Lass uns lieber vorgehen, oder? Ich weiß natürlich nicht, ob das hier clever ist. Vorsicht, da bricht das Eis ein, Freunde. Da sind doch Jäger überall. Zum Glück ist es erst eingebrochen, als wir da reingekommen sind. Da sind wir dran. Oh, ich glaube, das war's, oder? Ist da noch einer? Da vorne. Da sind ja noch mehrere. Ah, die haben natürlich keine Chance. Oh, scheiße. Weg da, du bricht alles ein. Wir haben ganz schöne Fallen gesät. Aber alle Mammuts sind noch am Leben. Puh, zwar ein bisschen angeschlagen, aber immer noch am Leben. Boah, da kommen noch mehr. Muss ich auch noch wegfetzen hier. So, war es das? Da ist noch einer. Ah, der ist aber keine große Gefahr mehr. Kommen dann noch irgendwo mehr runter? Boah, wir müssen unbedingt aufpassen, dass sie da nichts runterwerfen. Die Steinzeitjäger von damals haben wirklich mit allen Mitteln gekämpft. Die
zur Verfügung standen, was vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass wir Menschen irgendwann diese ganzen Technologien erfunden haben. Du lässt deine Herde zurück. Ah, die sind aber auch echt Schneckentempo langsam, genau wie das alte Einhorn, sag ich schon, Mammut da. Jetzt lass ich das mal gerade einbrechen. Ah, das ist geil. So, der lebt noch. Den holen wir uns auch noch. Ist der down jetzt? Ich glaube schon, oder? Okay, wir können hier unten lang. Aber das schien auch einen Weg da rumgeführt zu haben, oder? Aber wir können die jetzt von hinten hochnehmen. Können wir nicht. Scheiße. Und die Herde wird angegriffen. Allerdings haben wir die Falle schon eigentlich dingfest gemacht, oder? Obwohl, das sieht nicht gut aus. So, jetzt kommen wir von hier. Zack. Yo. Jetzt wird hier aufgeräumt. Rumble in the jungle hier. Rumble in the Eiszeit. Dschungel. Tuck. Ja, komm her ins Heer. Stolpert der da irgendwie rum. Aua, aua, wir haben den Kopf gestoßen gegenseitig. Hängt da eine Hütte? Was soll das denn? Haha, haben wir ins Dach der Hütte gehängt, zur Verschönerung. Okay, da vorne scheint es weiter zu gehen. Bisher leben weiterhin noch alle Mammuts. Wieder Kopf gestoßen, passiert. Mammuts waren nicht die intelligentesten, wie wir herausgefunden haben, schon. So. War ein kurzer Prozess, aber es riecht nach Hinterhalt. Ich hab mir fast gedacht. So, der wäre auch down. Und ich glaube, das hätten wir ebenfalls geregelt. Kommt ruhig her. Aber ich nehme den Mund lieber nicht zu voll. Nehmen wir das zurück. Bleibt ruhig wenige und kommt nicht her. Oh, das ist eine mega miese Falle. Da muss ich hier das deppern am besten. Und alle da durchgehen. Hier die anderen gerade. Aua, aua, aua. Muss ich mal kurz nachheizen hier. Muss ich hier einlaufen? Ja, dann schon mal gar nicht. Boah, das ist ein mega mieser Hinterhalt. Bams. Und wo sind denn noch welche? Hier, das ist noch ein kleiner. Nicht da rein. Boah, knapp. Die haben wir beide an die Wand geklatscht. So, wo sind jetzt hier noch welche? Da vorne. Oh. Bald brauchen wir Aspirin hier. Da scheinen aber immer noch welche zu sein. Aber wo denn? Boah, da tauchen aber von überall aus dem Dunkelheit auf. Aus der Dunkelheit natürlich. Scheiße. Nein! Komm da raus! So, jetzt geht's hier weiter. Jetzt weiß ich, wozu der Sammelruf gut ist. Damit die einem folgen hier. Komm zu mir! Und das hätte ich natürlich auch bei dem anderen Mammut mal anwenden können. Bei dem alten Mammut. Oh, da gibt's direkt schon den Ausgang. Vielleicht besser, wenn das mal zusammengebrochen ist. So. Scheiße, von wo? Von überall. Okay, das hätten wir. Ein kleines Scheißlager. Mindestens ein Mammut muss überleben. Geil, da greift den Bär an da hinten. Der kommt uns natürlich zur Hilfe. Oh shit, wir haben einen Mammut auf jeden Fall verloren. Hm. Schade, ich hätte ja gerne alle durchgebracht. Was kriegen wir eigentlich hier, wenn wir die Totems noch dezimieren, ne? Oh, was für Scheiße, diese Totems. Warum wird das Mammut, warum verliert das Leben? Das wird angegriffen da hinten irgendwie. Das ist doch irgendwo ein Hinterhalt. Scheint nur zwei gewesen zu sein.
Hilfe, ich hänge fest. Hilfe, ich bin zu dick. Okay, jetzt aber mal los hier, Freunde, wieder, ey. Bin schon ein bisschen behäbiger. Ja, Sammelruf. Kommt alle rüber. Moment, ist es trügerisch ruhig. Jetzt müssen wir noch hier durchschwimmen. Alle hier durch, bitte. Fuck. Oh, das war ein Fehler, glaube ich. Vor allem habe ich jetzt alle hier in diese Falle geführt. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Was ist passiert? Bin ich gestorben? Ist es vor die Hunde gegangen? Oder habe ich tatsächlich den Punkt erreicht, den ich erreichen sollte? Ich glaube fast nicht. Ja. Okay. Bin ich gefangen genommen worden? Ich bin ernsthaft gefangen genommen worden? Jetzt müssen wir hier die Mammuts nochmal befreien. Also es war gar nicht kaputt oder so. Ach du Scheiße. Das war vorgesehen, dass wir hier gefangen genommen werden. Und jetzt komme ich, ihr Bitches. Hätte ich vielleicht nochmal warten sollen kurz. Erstmal das Mammut hier in der Mitte befreien. So. Und wir sind wieder ganz fresh dabei. Dann habe ich mal mit der Seite platt getrampelt. So, nächstes Mammut. Komm, wir brauchen euch. Alter, das gibt's doch nicht. Komm, hier. Komm raus da. Und nochmal. Jetzt kommst du auch raus hier. Du machst sie alle platt, bitte. Quatsch. Und noch die anderen Mammuts befreien, schnell. Das letzte vielmehr. Was diesen Weg überlebt hat, leider. Eins ist draufgegangen. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Im Kampf gegen diese Steinzeitjäger. War die noch platt hier? Jetzt wollen wir hier noch. Machen noch ein kleines Massaker. Uns legt euch besser nicht an. Obwohl sie eigentlich auch nur Hunger hatten. Aber die sind böse trotzdem. Der Chef ist ein Arsch. Und komm aus dem Bollwerk. Okay, du wolltest die doppelte Portion. Ja, renn. Das wird dir zugutekommen. So, den kannst du mal eben umnatzen an der Seite da. Ah, den hat er mitgenommen. Im Stiefel oder so. Sollte Fußballer werden. Jetzt machen wir uns eine richtige Straße. Die greifen nur nicht ernsthaft an. Wir probieren es doch wirklich. So. Da vorne ist die Herde. Und ihr kommt alle mit dem Sammelruf. Yeah! Mega cool. Haben wir es geschafft. Die Jäger jagen. Mensch, eine richtige Mammutherde sind wir gerade damit durchgepäst. Und einer ist mir leider draufgegangen. Ich weiß gar nicht, wie es passiert ist so richtig. Man hat es nicht so... Ja, wahrscheinlich habt ihr es mitbekommen, aber ich nicht mit dem ganzen Kram. Probiert mal irgendwas zu quatschen und dann noch der Kampf da und der Kampf hin und her und pipapo. Ah ja, aber 1020 Erfahrungspunkte, das ist mal eine feine Summe. Und da freut sich doch das Spielerherz. So, muss man ganz klar sagen. So, theoretisch haben wir auch wieder zwei Fähigkeitspunkte. Bewege dich in der Hocke schneller. Das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich bin aber überlegen, ob ich nochmal hier das mit den Pfeilen mache. Ah, ich denke immer zu viel nach, ich weiß, aber... Jägerblick für Pflanzen, der spezielle. Waffengeschick. Wechsel von Waffen schneller. Brauche ich auch nicht. Oder gibt es noch eine verbesserte Gesundheit bei Kampffähigkeiten? Ich könnte es natürlich auch einfach mal sparen. Das wäre ja auch mal ein Anfang. Nahrungsbooster. Ja, das nutze ich auch nicht. Aber genau, was ich noch Waffen gucken wollte, war folgendes. Da gab es nämlich den Splitter-Take, und der war zumal ziemlich geil. Wo ich die eh vergesse, mal anzuwenden. Deswegen investiere ich da erstmal in so grundstrukturelle Sachen. Nee, ich muss auf Handwerk gehen. Ich gucke hier auch völlig falsch. Hier kann ich mir jetzt was basteln. Eine Falle wäre immer interessant zu sehen. Der Speergürtel. Ist dann vergrößert.
Hm, guck ich mir erstmal das andere an. Nordseeder, Alter, uns fehlen 3 Nordseeder und 4 Ton. Warum braucht man Ton für einen Bogen, ey? Also die Schleuder können wir bauen. Und da geben wir auch nichts für aus, was wir nicht unbedingt... Ja, geil. Und sag mir bitte, dass wir die auch bauen können. Nordseeder ist dafür zwar weg, aber die zweihändige Keule. Geil, da haben wir neue Waffen jetzt am Start. Mega cool. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen und zwischen Waffen desselben Typs zu wechseln. Also mit Steuerkreuz rechts, links kann man dann durch die Waffen switchen. Finde ich eine gute Sache. Ganz typisch. Hier haben wir die zweihändige Keule, die Blut-Shasti-Keule und hier noch hier. Ja, die zweihändige und die normale haben wir natürlich auch am Start, ganz klar. Sonst haben wir hier noch keine Sachen. Hier könnte man dann natürlich später den Bogen noch an den Start bringen. Das wäre auch nicht verkehrt. Hier können wir ein paar Pfeile herstellen. Hier vielleicht nochmal ein Speerchen. Ich spare mir die Löwenfälle lieber nochmal auf, weil ich baue nicht unbedingt mehr Speere im Petto. Aber ich nehme die mal wieder für die Leute, die sagen immer, ja, sag, also du musst mir mit dem Speer fighten. So, sollen wir nochmal bei ihm vorbeischauen gerade? Machen wir nochmal, kommt. Ah, Warbedi. Uguan. Tishayu. Gasuri. Aalia Pacha. Magui. Udambi. Upafi. Udam. Fuck we ha aya pasta. Udam. Ach, kein Problem. Solche Trips sind wir schon gewöhnt, die jagen uns keine Angst mehr ein. Ne? Mann. Das sind schon Vögel hier, diese Steinzeittypen. Mir ist auch keiner richtig sympathisch. Ist euch einer so richtig sympathisch? Also, mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen in Grenzen. So, neue Vision, als hätten wir nicht gerade schon eine gehabt. Jetzt kommt die Vision des Eises. Finde die Steinfrau. Chalti Udam Mars. Die Udam sind wirklich so ein bisschen Neandertaler. My Klapper. Er scheint nicht begeistert zu sein. Alter, was haben wir denn jetzt in der Hand? Okay, wir finden die Steinfrau schon irgendwie. Wo kann sie nur sein, die junge Lady? Wir haben übrigens keinen Jägerblick. Das bedeutet, gehen wir einfach mal hier runter. Kuar Shashguani. Shashguani. Alter, das Ding hat Wumms. Oh, voll verfehlt. Ich war dafür jetzt getroffen. Ein kleiner Rückläufer. Oh, ist das ein Teil? Nächster, ihr Kleinen. Komm durch her. Ausgewichen. So, wir halten auch verdammt viel aus. Wir sind also ein richtiger Fighter jetzt. Bams. Und komm her. Ein bisschen wie die Orkschlachterei bei Helms Klamm. Ich weiß gar nicht, mitnehmen können wir Sachen, glaube ich, nicht. Wir finden einfach nur die Steinfrau, das reicht schon. Yeah. Und du kommst auch noch, kleiner Kambutzi-Butzi. Aber Ding-Dong. Der Stärkörper. Da müssen wir aufpassen. Am besten geht man so zurück, wenn die einen angreifen. Oh, der ist ein bisschen dicker. Weißt du, wenn der Stärkörper bleibt? Was machst du denn hier, Kleiner? Oh, der tut weh. Wow. War trotzdem nicht übel. Yeah, bam. Alter, was war das denn, bitteschön?
Das ist ein mega, mega, mega Mammut. Sieht ein bisschen aus wie so eine alte Krake, die in der Tiefsee gefunden wurde. Mammuts sind ja ein bisschen die Portale der Meere. Des Landes. Okay, was passiert hier? Oh oh. Alles nur Vision. Die Steinfrau hat sie nicht gehört. Oh, ziemlich cool, die Mission. Da bröckelt immer mehr runter. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da lang gehen kann. Ah, das ist die Steinfrau, oder? Folge der Steinfrau. Ja, wie denn? Die arbeitet sich immer weiter nach vorne durch. Habe ich da das dumpfe Gefühl? Da bricht doch einiges ein. Die geht ja in die Richtung, ne? Was machen so Steinfrauen von heute eigentlich? Aua. Da habe ich mir ein bisschen wehgetan. Was soll ich denn jetzt tun? Die Steinfrau ballert da irgendwelche Strahlen hin. Zerstört allerdings auch nicht viel. Das heißt, wir müssen einen bestimmten Teil benutzen, um dann nach vorne hinrennen zu der Steinfrau. Können wir hier überhaupt laufen? Okay, mal gucken. Ach, weitere Freunde hast du mitgebracht. Ach, die müssen wir uns gar nicht kümmern, dass wir die Steinfrau schon. So, ich folge jetzt der Steinfrau weiter. Jetzt habe ich es ja gecheckt, wie der Hase läuft. Okay, das ist natürlich gemein. Aber echt nicht mit. Springe ich mal hier rüber. Wir hoffen, dass die Pfeile nicht auch noch treffen. Aber das habe ich hingekriegt. Liebe Steinfrau. Jetzt geht es nämlich richtig los hier. Ich muss ja sagen, die Axt macht schon Spaß. Beziehungsweise die Keule. Doppelarschkick. Jepa, so mag ich das. Aua. Ich hab's erwischt. Der ist erfroren. Kann man den zerstören? Ich glaube nicht. Dicke Frau. Stoppe den Udam-Angriff. Alles klar. Wie alleine. In einer Vision. Mit vielen Bestien. Boah, dem hat es gegeben. Das ist ein heftiger Angriff. Kommt euch her, ihr gottverdammten Bestien. Ja, BAMS! Oh, okay, war ja klar. Hat er mir Häkchen gehalten. Finde ich nicht cool, du. Jetzt bist du am Zug, denkst du. Dachtest du wohl. Aber noch ist das letzte Minütlein nicht gesprochen. Steinfrau. Oh, die steinerne Lady. Den musst du am besten mit so einem harten Angriff blättern. Mit so einem. Boom, Schakalaka. Boom, Schakalaka. Und nochmal. Boom. Oh, der hat nicht gesessen. Aber der hier? Ich auch nicht. War nur eine Ohrfeige. Yeah. Warum greifen die mich überall an, ey? Alle niedergemäht. Aber langsam wird es uninteressant hier. Was ist hier nur los? Boah. Junge, Junge. Angriff. Mega Angriff. So, immer aufgeladen. Und da oben schießt mich irgendein Wechsel. Wie komme ich also da hoch? Das muss ich auch irgendwie in Erfahrung bringen. Und ich lade mich auch wieder auf gerade. Diese Typen können mich nicht kriegen. Ich muss ein bisschen in Deckung hechten natürlich. Oh, da kommen noch mehr. Ich soll die Keule werfen, verstehe? Oh, die taut immer wieder auf, das ist ja praktisch. Was ist denn hier los? Ja, also, geht doch. So. So holen wir uns die anderen noch. Jetzt sind wir ganz easy peasy. Zack.
Die explodiert irgendwie vorher, habe ich das dumpfe Gefühl. Wie bei dem einen eben. Hallo. Ja, ist irgendwie wahrscheinlich mit, gegen den Ast geballert oder so vorher. Wo ist ein anderer Klitzemann? Ey, der trifft mich doch von irgendwas. Da hinten. Sag doch was. So. Schön. Hätten wir. Zerstöre die Steinfrau. Na, leben gerne doch, Steinfrau. Das war's mit ihnen. Warum sterben wir? Vision des Isis. Abgeschlossen. Bleib da! Bal, Bafetal! Bal, Balhu, Udam, Fakwi! Junta Daba Dabu! Galaita, Udam Bajam! Shrash! Shrash! Yagisu Sarta! Swarga! Marmari! Makwadi! Udam Shashkwani Slak! Udam! Masup near Bacham! Udam! Udam Plahagwarpati! Heiliger Bimbambino, was für eine Episode. Da haben wir ja richtig ausgeteilt bei der Vision mit dieser Super-Axt. Obendrauf haben wir noch ein paar andere Missionchen erledigt. Waren da richtig erfolgreich mit der Mammutherde unterwegs. Also das kann man mir mal sagen. Also war doch echt lustig. Auf jeden Fall, die Vision haben wir absolviert. Und jetzt geht's wieder in die reale Welt. Die meisten Visionsfolgen haben wir jetzt, glaube ich, hinter uns liegen. Ich freue mich drüber, denn ich will noch ein bisschen erkunden. Natürlich die anderen Areale. Wie sieht es da aus? Werden wir noch in ferne Welten reisen? Ich denke schon. Und vielleicht auch schon in der nächsten Episode. Bis dahin.